Seven vs. Wild. Im Flugzeug wrack bleiben oder das Camp im Wald aufschlagen? Diese und noch mehr Fragen gehe ich in diesem Video mal auf den Grund. Hat sich bei Seven vs. Wild Staffel 4 alles um das Thema Schutz gedreht. Das Ganze hat einen regelrechten stillen Streit ausgelöst. Also man hat ja immer diskutiert, sollen wir das Camp hier am Wrack aufbauen oder sollen wir das Camp in den Wald verlegen? Was ist besser? Es wurde nie richtig ausdiskutiert, sondern man hat einfach viel verschwiegen oder einfach abgelehnt. Ich möchte das Ganze mal fachlich analysieren und aufdröseln, was bisher geschehen ist. Und anhand von dem, was wir wissen, also anhand von dem, was wir durch die Kamera sehen, einfach mal eine Meinung abgeben, wie ich es vielleicht gemacht hätte. Aber das ist natürlich auch mit Vorsicht zu behandeln, denn ich habe nicht alles gesehen. Das heißt, wir sehen nur das, was ausgestrahlt wurde. Es ist ja noch ganz viel passiert, was einfach nicht mit der Kamera gefilmt wurde oder was einfach nicht ausgestrahlt wurde. Also das, was ich über die Kamera gesehen habe, von der Couch aus, auch hier nochmal Vorsicht, denn von der Couch aus sieht alles nochmal einfacher, gell, mit der Chipstüte in der Hand. Aber alles, was ich hier gesehen habe, möchte ich dazu mal eine Meinung abgeben, wie ich vielleicht vorgegangen wäre. Und das Ganze hat jetzt nichts mit Besserwissen zu tun, sondern ich nehme solche Themen einfach gern, um den Leuten zu zeigen und auch selber für mich einfach, um zu analysieren, zu sagen, okay, das und das wäre in dieser Situation die richtige Vorgehensweise gewesen. Also los geht's. Dazu möchte ich mit euch einen kurzen Recap machen und dazu einfach die Überlebensstrategien mal ausleuchten und schauen, passt alles, sind sie richtig vorgegangen? Und das machen wir, wie ich es in dem vorherigen Video schon mal erwähnt habe, anhand der vier Prioritäten Schutz, Feuer, Wasser und Nahrung. Wir fangen an mit der Aussetzung der Kandidaten an der Absturzstelle. Die Leute wurden ausgesetzt, sie hatten diese Brillen auf dem Kopf, sodass sie nur unscharf sehen können, wo sie sich gerade befinden. Sie sind dann auf dieses Gelände gekommen und dann ging es praktisch los. Das heißt, in einer realen Situation hätte man dann schauen müssen, gibt es Verletzte und so weiter. Das lassen wir jetzt hier alles weg, überspringen wir. Gab es ja, das ist inszeniert, von dem her alles safe. Aber die Vorgehensweise ist ab dann trotzdem dieselbe. Das heißt, am Anfang kommt einfach die Survival-Psyche bzw. das Survival-Verhalten ins Spiel. Sind sie nach dem Stop-A-Prinzip vorgegangen? Das heißt, sit down, think, observe, plan und act. Gleich am Anfang war der Stefan verschwunden. Warum? Ja, wo ist er hin? Warum hat es keiner gemerkt, dass er weg ist? Was hat er gemacht? Was haben die anderen gemacht? Es ist nicht viel Zeit verstrichen und schon sind sie alle über dieses Flugzeug hergefallen. Joes Plan war, dort einen Shelter zu errichten. Doch nach den Bildern, die man gesehen hat, hat nicht wirklich ein Scouting stattgefunden. Also der Stefan war der Einzige, der los ist und hat die ganze Gegend erstmal durchsucht und hat geschaut, wo gäbe es vielleicht einen besseren Platz, um ein Camp zu errichten. Ja, das Flugzeug wurde kurz durchsucht, aber auch nahe um das Flugzeug drumherum wurde die Gegend eigentlich nicht so genau analysiert. Das ist das, was man in der Kamera sieht. Und der Plan von Joe Vogel war es, von Anfang an, wir bleiben am Flugzeug, wir bauen da unser Camp auf, sodass wir zumindest mal in der ersten Nacht auf jeden Fall safe sind, sicher sind und geschützt sind vor Wind und Regen, falls dann tatsächlich was kommt. Feuer war von ihnen dann in der ersten Nacht nicht geplant, erst ab der zweiten frühestens, das sei Spielerei, hat er gemeint. Genauso wie Fallen stellen und überhaupt mal nach Nahrung suchen, darum soll man sich erst später kümmern. Jetzt ist höchste Priorität das Thema Schutz, also den Shelter zu bauen. Wasser war von Anfang an kein Problem, denn ein bisschen weiter bergabwärts gab es ja den Fluss und der scheint auch sauber zu sein. Allerdings wäre da eine bessere Definition wichtig gewesen. Also wo an dieser Stelle waschen wir uns, wo entnehmen wir Wasser und wo ist die Toilette? Ich meine, das sind 7 Leute auf einem Haufen, geplant für 14 Tage. Da braucht man irgendwie eine Stelle, wo man hinkackt, sorry, aber das Ganze hätte man noch besser definieren müssen. Auch wieder, vielleicht hat es off-camera stattgefunden, das kann man nicht sagen, aber ja, man hat nie wirklich darüber gesprochen, man hat nie wirklich was gehört. Von dem her denke ich, dass es einfach nicht definiert wurde. Rettung war keine nötig, das ist immer wichtiger als alles andere, aber wie gesagt, es war ein inszeniertes Szenario, von dem her egal.
Lass uns das Ganze unter Berücksichtigung der vier Prioritäten Schutz, Feuer, Wasser, Nahrung mal genauer betrachten. Und zwar, wie es passiert ist. Und dazu rollen wir mal alles von hinten nach vorne auf. Wir beginnen also mit dem Thema Nahrung. Nahrung ist prinzipiell nicht ganz so wichtig. Also man kann gute 3 Wochen ohne Nahrung klarkommen. Es kommt immer darauf an, zu welchen Gegebenheiten. Also ist es kalt, verbrennt man viel Energie. In dem Fall also Seven vs. Wild, es ist kalt. Sie haben die ganze Zeit gebaut, sie haben diesen Shelter gemacht, sie mussten schwere Tragflächen rumheben, viel Feuerholz holen und so weiter. Oft Berg hoch, Berg ablaufen und so weiter. Sie haben also viel Energie verbrannt. Daher ist Nahrung also schon wichtig. Die Aussage war irgendwann mal, dass Nahrung noch nicht ganz so wichtig sei, also sie haben zunächst wichtigere Prioritäten. Das stimmt natürlich auch, denn Schutz, Feuer und Wasser ist dem Ganzen immer vorzuziehen. Und erst dann kann man sich um die Nahrung kümmern. Man sollte trotzdem überlegen, macht Sinn vielleicht nebenher irgendwie was Einfaches schon mal ein bisschen mit einfließen zu lassen? Also macht Sinn vielleicht nebenher schon mal irgendwo eine Falle zu stellen oder sowas? Macht Sinn, vielleicht nebenher schon mal ein paar Wurzeln auszugraben. Und zwar sind 4 Leute, die mit dabei sind bei diesem Szenario, das Ganze nicht gewohnt. Das heißt, sie waren, so gehe ich mal davon aus, noch nie in so einer Situation. Sie waren noch nie der Wildnis ausgesetzt. Und dann kann es natürlich sein, wenn man in einem Energiedefizit ist, dass dann einfach viel schneller Unfälle passieren können. Man denkt nicht mehr so viel nach, beziehungsweise man ist nicht mehr so aufmerksam. Man verletzt sich vielleicht schneller mit Werkzeugen. Man macht viel schneller irgendeine dumme Handlung, die dann krassere Konsequenzen nach sich ziehen kann. Später in Folge 3 oder so haben sie dann schon Wurzeln, ich glaube es waren Farnwurzeln, ausgegraben und das ist dann so nebenher passiert. Ich glaube der Joe hat sie gefunden. Ich glaube in Folge 1 oder war es 2 hat der Hugo schon Hagebutten gefunden. Von dem her haben sie Pflanzen als einfache Nahrungsquelle, also einfach zu beschaffende Nahrungsquelle, schon zeitig mit einfließen lassen. Das war sehr gut. Joe Vogel als Jäger, klar, hat er dann auch irgendwann mal die Bautenzüge aus dem Flugzeugwrack ausgebaut und hat damit Schlingfallen gemacht und die irgendwo oben im Wald auf einem Wildwechsel aufgehängt. Das war eine sehr gute Idee. Fallen haben halt einfach den Vorteil, dass man sie einfach nur aufhängen muss und pflegen muss. Also man kontrolliert sie einmal morgens und abends. Man muss nicht aktiv auf Jagd gehen. Das heißt, die Dinger fangen rund um die Uhr. Es war somit eine richtige Entscheidung. Die Baudenzüge sind ordentlich stabil. Also da, wenn dann ein kleiner Hirsch oder so reinrennt, sollte er auf jeden Fall damit niedergestreckt werden. Das Ganze, ich bin mir nur nicht so sicher, ob das der richtige Ort war. Denn, wie man es gesehen hat auf der Gesamtübersicht, war es sehr nah am Camp. Es war oberhalb vom Camp. Ich kann mir vorstellen, dass da der Rauch hochzieht, also der Qualm vom Feuer. Vielleicht hört man auch das Geschrei von den Leuten, beziehungsweise dann halt einfach, dass sie miteinander sprechen und so weiter, dass sie unten rumklopfen, Holz machen und so weiter. Kann sein, dass sie dadurch einfach verscheucht haben. Allerdings, der Nachteil ist natürlich, wenn man dann diese Schlingfallen weiter weg aufgestellt hätte, dann wäre der Weg dorthin immer weiter gewesen. Also das heißt, der Joe hätte jeden Tag noch weiter laufen müssen, um die Fallen zu prüfen. Ich meine, gut, laufe ich 14 Tage lang mehrmals am Tag zu den Fallen, die nah am Camp sind und verschwende meine Energie, weil ich da nichts brauche, dann ist es natürlich nicht gut. Mache ich es lieber ein bisschen weiter weg, habe dann aber dafür einen Jagderfolg, hat sich es wiederum gelohnt. Aber da muss man halt immer abwägen, gell? Was ist richtig, was ist falsch, das weiß man in dem Moment halt nicht und es kommt aufs Ausprobieren an. Und das haben sie auf jeden Fall gemacht, aber man muss natürlich die Gegebenheiten vor Ort kennen. So, und wie sieht's mit Angeln aus, beziehungsweise mit Fischen oder mit Leben allgemein in diesem Fluss? Der scheint jetzt ja nicht unbedingt klein zu sein. Er ist nicht besonders tief, aber es gibt viele überhängende Flussufer, wie man sieht. Gibt's da vielleicht kleine Fische? Es hat noch niemand von Fischen gesprochen. Also klar haben sie schon ein paar Mal gesagt, wir könnten fischen, wir werden irgendwann mal fischen. Sie haben kein Fisch, sie haben kein Angel-Equipment. Das ist auch klar. Aber gäbe es vielleicht die Möglichkeit irgendwie mehr oder weniger schnell aus irgendwelchen gefundenen Gegenständen ein Netz oder eine Reuse zu machen? Gibt es vielleicht Flusskrebse? Was ist da im Wasser drin? Kann man den Fluss irgendwie nutzen, um an Essbares zu gelangen? Punkt 3, Wasser. Meiner Meinung nach, wie schon mal angesprochen, muss von Anfang an, wenn ich mit einer Gruppe draußen unterwegs bin, klar definiert werden, wie verwenden wir das Wasser, beziehungsweise wo holen wir Wasser. Also es müssen klare Orte
in Hinblick auf Wasserentnahmestelle zum Trinken, Toilette, Waschwasser und so weiter definiert werden. Damit nicht einfach jeder irgendwo sein Geschäft verrichtet und vielleicht letztendlich das Trinkwasser kontaminiert wird. Wenn ich mit einer Gruppe draußen im Dschungel unterwegs bin oder irgendwo in Lappland, dann mache ich das immer. Dann sagen wir immer, das hier, also die Stelle flussoberhalb, das ist unsere Wasserentnahmestelle. Etwas weiter flussabwärts ist dann unsere Waschstelle. Und irgendwo mindestens 50 Meter vom Wasser entfernt ist unsere Toilette. Denn was überhaupt nicht geht und wo ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, war, als der Hugo direkt ins Wasser gekackt hat. Also das ist ein absolutes No-Go in so einer Situation. Ja, jetzt kann man sagen, der weiß das nicht, weil er war vielleicht noch nie in so einer Situation. Vielleicht hat er auch nur Show gemacht, das kann schon auch sein. Aber das sagt für mich eigentlich schon der klare Menschenverstand, dass ich nicht direkt ins Wasser kacke. Also ich weiß nicht genau, was sein Gedanke dahinter war. Vielleicht hat es auch so nah am Wasser gemacht, um sich zu säubern danach. Das kann schon auch sein. Aber ja, das sind einfach Dinge, die müssen im Vorfeld besprochen werden, noch bevor es richtig losgeht. So, dann das Thema Feuer. Warum wurde das Feuer an Tag 1 so vernachlässigt, frage ich mich. Warum hieß es von Anfang an, nein, wir brauchen Schutz. Wir müssen dieses Flugzeugwrack umbauen, damit wir dort drin schlafen können. Warum hat man dem Feuer keine Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl der Stefan von Anfang an versucht hat, Feuer zu machen? Also schon in Folge 1 hat man ja gesehen, dass er hier mit Feuerbohren rumprobiert hat und so weiter, die verschiedenen Materialien getestet. Ja, das hätte man alles in einer besseren Absprache machen müssen. Aber er wollte Feuer machen am ersten Tag. Warum hat man das vernachlässigt? Ich bin der Meinung, eine bessere Aufteilung der Teammitglieder an Tag 1 hätte mehr gebracht. Also einfach die Fähigkeiten der verschiedenen Teammitglieder nutzen. Und da hätte man jemand wie den Stefan, der einfach sehr gut ist im Feuermachen, hinstellen können und sagen können, Stefan, wir kümmern uns um das Thema Shelter. Bitte schau du, dass heute Abend ein Feuer brennt. Weil so haben sie ohne Absprache auch zu sechst diesen Shelter gebaut und der Stefan hat einfach die Zeit verplempert. Also einfach eine bessere Absprache hätte schon viel gebracht in der Situation. Denn es ist wichtig, die Wärme so früh wie möglich zu erhalten. Klar, ein Shelter ist auf jeden Fall zunächst mal dazu da, um die Wärme zu erhalten. Auf jeden Fall. Aber sie hatten ja auch noch gar keine Schlafsäcke, die haben sie auch erst später gefunden. Von dem her wollten sie sich ja dann ohne Schlafsäcke in oder an das Flugzeugwrack kauern, beziehungsweise unter das Flugzeugwrack kauern und so die Nacht verbringen. Später haben sie dann die Schlafsäcke gefunden, hätten sie die aber nicht gehabt, wäre ein Feuer auf jeden Fall nötig gewesen, denn sonst hätte in dieser Nacht keiner geschlafen. Also, deswegen die Aufteilung, einer macht Feuer, die anderen kümmern sich um das Thema Shelter und dann wäre doch für die erste Nacht schon mal viel da gewesen, um die Wärme, die eigene Körperwärme der Teilnehmer zu erhalten. Okay, die Zündmethode, also das Feuerbohren, das der Stefan favorisiert hat und ausprobieren wollte, das ist ein bisschen so sein eigenes Ding, ja, weil er da einfach einen Spleen dafür hat. Aber hätte es noch andere Methoden gegeben, frage ich mich, hätte man das Flugzeugwrack vielleicht noch irgendwie anderweitig nutzen können? Ich frage mich, ist in dem Flugzeugwrack vielleicht immer noch eine Batterie drin? Ist irgendwo immer noch ein bisschen Treibstoff drin? Gibt es irgendwo ein paar Kabel, also so, dass wir irgendwie Funken erzeugen können, was kurzschließen können, wie auch immer, whatever. Es sind nur Ideen, die einfach dann mit diesem Scouting von Anfang an hätten aufkommen müssen. Gell? Denkt drüber nach, das Stop-A-Prinzip, sit down, think, observe. Also das Ganze wäre ein Fall gewesen für observe, ja. Also schauen, was sie an Ressourcen haben, was haben sie an nutzbaren Materialien und wie können sie die verwenden. Und dann kommt Plan, also der Fall, dass sie dann halt sagen, ja, wir haben hier eine Batterie und wir haben noch ein bisschen Treibstoff im Tank. Komm, lass uns mal planen, wie wir damit Feuer machen könnten. Es sind einfach nur mal so ein paar Ideen, wie man in so einer Situation vorkommen könnte, denn wir wollen das Ganze hier, also so ein Szenario, mal genauer analysieren und sagen, was möglich ist. Apropos möglich, damit es weiterhin möglich ist, solche Videos zu machen, unterstützt mich bitte mit eurem Like, mit eurem Abo. Drückt auch bitte die Glocke, damit ihr immer wisst, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und kommentiert das Video gern. Schreibt gern eure Meinung dazu. Wie geht man in so einer Situation richtig vor? Ich danke euch. Und somit kommen wir zu dem Thema, das so viele Fragen und Diskussionen in der Sendung aufgeworfen hat.
und somit auch den mehr oder weniger Streit zwischen Joe Vogel und dem Stefan von Survival Deutschland. Nämlich das Thema Shelter, Schutz. Joes Idee war es von Anfang an, das Flugzeugwrack als Shelter umzubauen. Die Ressourcen zu nutzen, die von Menschen gemachten Ressourcen zu nutzen und einen schönen Shelter zu bauen an Ort und Stelle, wo das Flugzeugwrack liegt. Die Einwände und Vorschläge von Stefan, das Camp in den Wald zu verlegen, hat er eigentlich gar nicht richtig beachtet, hat sie gar nicht ernst genommen. Und somit hat die ganze Gruppe den Joe auch unterstützt und viel Energie in dieses Flugzeugwrack gesteckt, von Tag 1 an. Jetzt ist das Ganze prinzipiell gar keine schlechte Idee, denn das Allerbeste in einer Notsituation ist tatsächlich am Unfallort zu bleiben, an dem Flugzeugwrack zu bleiben oder an dem liegen gebliebenen Auto, was auch immer gerade passiert ist. Und A, auf jeden Fall die Ressourcen zu nutzen und B, einfach dort zu sein, weil das der Ort ist, an dem am ehesten Hilfe kommt, an dem man also am ehesten gesehen wird. In dem Fall, wie schon tausendmal gesagt, es ist inszeniert, also interessiert uns das Thema nicht. Sie hätten also locker in den Wald gehen können, denn sie werden von niemandem gesucht oder gerettet. Trotzdem hat das Flugzeug ja einige Vorteile, die ich jetzt einfach mal kurz aufzählen möchte. Das Flugzeugwrack bietet einen wasserdichten Raum, also das heißt, man hat den Flugzeugrumpf, wo auf jeden Fall, wenn man jetzt sieht, schon mal drei Leute locker drin Platz haben. Dann gibt es die Tragflächen, die man davor schön als Dach aufstellen kann. Auch das haben sie gemacht. Also ein wasserdichtes Dach, das einen auch Windschutz bietet. Das Ganze ist an einer übersichtlichen Stelle. Also das heißt, man kann gut nach oben schauen, man kann gut nach unten schauen. Und auch unterhalb von dem Flugzeugwrack ist die Wasserentnahmestelle, also der Fluss. Man muss zwar immer diese steile Böschung runter, aber irgendeinen Tod muss man ja sterben. Also man kann nicht alles haben. Außerdem ist das Flugzeugwrack, was von Menschen gemacht ist. Also das heißt, es ist kein Unterschlupf aus Laub und Zweigen und so weiter. Es kann also sein, dass gerade für die vier Neulinge, was das Thema Survival angeht, dass die sich in der Nähe oder in diesem Flugzeugwrack vielleicht auch einfach wohler fühlen. Also das hat wieder was mit Psyche zu tun. Allerdings bringt das Flugzeugwrack auch einige Nachteile mit sich. Der Platz, an dem das Flugzeugwrack liegt, ist sehr exponiert und der Hang ist nach Süden ausgerichtet. Das heißt, es kommt sehr wenig Sonne ran, also nicht lang genug Sonne, damit sie sich gut aufwärmen können. Dadurch entstehen dann natürlich längere Frosttemperaturen. Also das heißt, der Frost, der über die Nacht entsteht, hält sich dort wesentlich länger. Sie können sich schlechter aufwärmen, beziehungsweise sie müssen einfach den Platz immer wieder verlassen, um dort Sonne tanken zu können. Dadurch haben sie keine Wärme dort, sie haben einen schnellen Wärmeverlust einfach durch das offene Gelände. Es sind keine Büsche da, kein Wald, der etwas Temperatur, etwas Wärme speichern kann. Zudem liegt der Platz auch weit unten im Tal. Und wo geht kalte Luft in der Nacht hin? Richtig, sie fällt ab ins Tal. Das heißt, da unten ist es immer kälter als weiter oben. Außerdem ist der Weg zu Ressourcen, also zu Feuerholz, zu Brennholz in den Wald hoch, sehr, sehr weit. Das heißt, sie müssen, damit sie immer wieder Wärme haben, hoch in den Wald und ganz viel Holz runterschleppen, was auch wieder sehr viel Energie verbrennt. Wir stellen den Ganzen mal den Wald gegenüber. Was sind die Vorteile, das Camp im Wald aufzuschlagen? Der Wald ist an sich schon mal geschützter und er kann Wärme viel länger speichern, auch wenn die Blätter nicht wirklich groß sind. Zudem ist er trockener und somit auch wieder wärmer. Außerdem gibt es mehr Ressourcen wie Feuerholz. Auch die Anstiege zu den Wildwechseln, wo Joe die Schlingfallen aufgehängt hat, sind nicht so groß. Also das heißt, er müsste nicht jeden Tag so weit aufsteigen, um an die Schlingfallen zu kommen, um die zu überprüfen. Er hätte sie somit also viel weiter weg aufhängen können, ja, weil das ganze Camp ja eh schon weiter oben auf einer höheren Ebene ist einfach. Und er hätte sie somit schon mal weiter gehen können vielleicht. Statt jeden Tag wieder hoch, runter, das verbraucht einfach sehr viel Energie. Und außerdem haben sie weiter oben einfach mehr Sonne und mehr Wärme, die dann auch wiederum vom Wald besser gespeichert werden kann. Das Ganze hat man in den Aufnahmen gesehen, schon von Anfang an auch, der Stefan hat es ein paar Mal gesagt, außen auf der Wiese bzw. auf diesen Freiflächen war alles voller Frost, im Wald war nichts. Ja, klar, das kann nur ein paar Grad Temperaturunterschied sein, das ist schon möglich. Allerdings sind ein paar Grad wirklich viel, wenn es drauf ankommt. Aber auch hier gibt es natürlich wieder Nachteile. Denn der Weg zum Wasser wäre viel weiter. Das heißt, sie müssten jeden Tag mehrmals wahrscheinlich, je nachdem wie viele Behälter sie haben, mehrmals runter ans Wasser, um eben Trinkwasser zu holen.
Auch die Sicherheit durch Totholz ist fragwürdig. Man hat gesehen, dass die Bäume extrem morsch sind. Und das macht es natürlich schwierig, dort einen sicheren Unterschlupf zu bauen. Also jetzt kommt es darauf an, wie hoch sind die Bäume, wie hoch hängen die toten Äste und so weiter, wie weit können sie herabfallen. Die Bäume sahen jetzt nicht riesig aus, also es sind keine großen Eichen oder irgendwie sowas, keine großen Buchen, die dort stehen, wo in 10, 15, 20 Meter Höhe dicke Äste hängen, die dann runterkrachen können. So sah das alles nicht aus. Aber trotzdem muss natürlich gewährleistet sein, dass alle sicher sind und keiner in der Nacht beim Schlafen irgendwie so einen dicken Ast auf den Kopf bekommt. Außerdem ist es etwas aufwendiger, ein Shelter zu bauen. Unten am Flugzeugwrack haben sie einfach das Flugzeug genommen. Sie haben diese Tragflächen genutzt und haben die als Dach auf den Flugzeugrumpf gelegt. Das ist natürlich easy, geht relativ schnell. Im Wald braucht es da viel mehr Aufwand und Improvisation. Also sie müssen die ganzen Äste nehmen, Baumstämme nehmen, Bäume fällen und so weiter und da eine richtige Konstruktion machen, um dann irgendwie zu schauen, kriegt man da einen ordentlichen Shelter hin. Dann hat der Joe auch gesagt, dass die Blätter, die die Bäume haben, relativ klein sind. Das heißt, dass die Isolierfähigkeit bzw. Die Wasserdichtigkeit vielleicht auch nicht so gegeben ist. Also vielleicht auch nicht das beste Material. Allerdings könnte man ja alles Mögliche nehmen, um so einen Shelter abzudecken. Vielleicht haben sie auch Materialien gesammelt oder gefunden oder haben sie was im Flugzeugwrack, das sie hätten hochtragen und verwenden können. Und was noch ein Nachteil sein könnte, wie es auch der Joe gesagt hat, dass es gegebenenfalls keine ebene Fläche gibt. Also er war auch oben, hat gesagt, da gibt es keine Fläche, die groß genug ist für 7 Leute. Man kann es nicht sagen, durch die Kamera sah es jetzt nicht so aus, aber man muss ja natürlich schon auch glauben, was der Profi sagt, denke ich doch mal. Aber das ist gegebenenfalls schon ein Nachteil, denn unten am Flugzeugwrack ist alles schön eben. Im Wald kann es halt schon sein, dass da viel Gefälle war, viele Hänge und so weiter. Und an dem Hang sein Lager aufzuschlagen, das macht einen auf Dauer verrückt, kann ich euch sagen. Das habe ich selber schon miterlebt. Das sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lagerplätze. Letztendlich haben sie sich ja dafür entschieden, ihr Lager am Flugzeugwrack zu lassen, das ganze Flugzeugwrack so umzubauen, dass es bewohnbar ist, dass sie da auf jeden Fall dauerhaft bleiben können. Letztendlich sieht das Ganze schon gut aus, aber wie hätte man es anders machen können? Was gibt es für Möglichkeiten? Und darauf möchte ich jetzt mal eingehen. Also in der idealen Welt mit dem, was ich jetzt weiß aus der Sendung durch die Kamera, möchte ich euch mal sagen, wie könnte man vorgehen, was wäre besser gewesen? Aber auch wenn das Ganze inszeniert ist, ist es doch eine Extremsituation und ich will jetzt nicht jede Entscheidung von Joe Vogel oder Joey Kelly oder dem Stefan hier in Frage stellen, denn einige Dinge sind mit Sicherheit gerechtfertigt, denn wie gesagt, man sieht nicht alles durch die Kamera, vieles wurde einfach nicht aufgenommen und oftmals ist es einfacher von der Couch aus zu beurteilen, als es dann in Wirklichkeit war. Trotzdem, jetzt geht's los. Also von Anfang an wäre in dieser Situation eine ordentliche Absprache von Vorteil gewesen. Das heißt, wenn sie dort ankommen, an diesem Flugzeugwrack, dann hätten sie zuerst mal besprochen, okay, das ist die aktuelle Situation und so gehen wir vor. In diesem Fall hätte ich vielleicht 60 Minuten, es war ja noch relativ früh am Morgen, glaube ich, oder gegen Mittag, von dem her hätte ich auf jeden Fall mal 60 Minuten dafür eingeplant, um A, das Flugzeugwrack mal ordentlich auf links zu drehen, das heißt alles auseinandernehmen, alles durchsuchen, was gibt es in diesem Flugzeugwrack, was kann man wie verwenden. Und alles, was ich gefunden hätte oder was das Team gefunden hätte, hätte man dann außerhalb von dem Flugzeugwrack mal hinlegen können, um später damit planen zu können. Dann hätte man jemand losschicken können, der die Gegend auskundschaftet. Ja, bestimmt 1, 2 Personen auf jeden Fall, die mal sternförmig in alle Richtungen ausschwärmen. Das heißt, der eine geht hoch auf den Hügel, der andere checkt die Wasserquelle, den Fluss und so weiter. Der eine geht in die eine Richtung, flussaufwärts, der andere geht flussabwärts. Und so können sie mal sternförmig schauen, wo gibt es welche Ressourcen, wo gibt es welche Möglichkeiten. Gibt es irgendwo schon Nahrung, die man an Tag 1 verwenden können? Gibt es irgendwo vielleicht einen Lagerplatz, der besser gewesen wäre? Also gibt es vielleicht schon irgendwie, gibt es eine Höhle irgendwo? Ja, mal was ganz Blödes. Oder irgendwas Cooles, was man irgendwie hätte nutzen können. Das alles hätte viel gebracht und es wären nur 60 Minuten gewesen.
Und dann hätten sie gewusst, okay, das haben wir zur Verfügung. Das ist der aktuelle Status. Das haben wir. Da sind wir jetzt. Und da wollen wir hin. Das heißt, sie hätten viel besser planen können, nachdem diese ersten 60 Minuten, dieser erste Schritt abgeschlossen ist. Dann, nachdem sie über eine Stunde wahrscheinlich damit verbraucht haben, um zu diskutieren, die Gegend auszukundschaften, das Flugzeugwrack auszubauen, umzubauen und Gegenstände zu suchen und zu planen, bleibt dann natürlich nicht mehr so viel Zeit und somit hätten sie die erste Nacht dann locker am Flugzeugwrack verbringen können. Das haben sie auch gemacht. Also sie hätten die erste Nacht dazu verwenden können, die Tragflächen als Dach zu nutzen, vielleicht auch in dem Flugzeugwrack zu schlafen. Sie hätten die Schlafsäcke gehabt, das war dann ja letztendlich auch so. Sie hätten dann aber, während ein Großteil der Gruppe damit beschäftigt ist, das Flugzeugwrack als Shelter umzubauen, zum Beispiel den Stefan damit beauftragen können, Feuer zu machen. Ja, er kann das, er hätte das bestimmt hinbekommen, wenn er die Unterstützung gehabt hätte vielleicht. Aber ich denke, dass es eine ganz gute Aufteilung ist. 6 Leute an Tag 1 kümmern sich um das Thema Shelter. Einer schaut, dass abends ein Feuer brennt. Ist so auch passiert, bloß dass sie halt kein Ergebnis hatten, was das Thema Feuer angeht. Aber somit wäre diese Situation gar nicht erst aufgekommen und dieser Streit auch gar nicht erst entfacht. Am nächsten Tag, wo man eigentlich den ganzen Tag Zeit hat, um sich um Schutzfeuer, Wasser, Nahrung zu kümmern, wäre ich mit der Gruppe in den Wald gezogen. Nach dem, was ich so gesehen habe, wäre das die bessere Wahl gewesen, weil es dort einfach trockener ist, weil es mehr Sonne gibt und so weiter. Ich hatte die Vorteile schon aufgezählt. Somit hätte man eventuell diese Rettungsinsel, die ich nie wirklich gesehen habe, also ich wusste nie, wie groß die ist, aber auch die Biwaksäcke und so weiter nehmen können, um einen aus Holz gebauten Shelter oder mehrere aus Holz gebaute Shelter abzudecken. Denn das ist das Gleiche, was jetzt der Joey ohnehin schon macht, also in Folge 6 oder so. Oder Folge 5 fängt er, glaube ich, schon an, ein Regendach zu bauen für die 3 Leute, die außerhalb des Flugzeugwracks schlafen. Von dem her hätten sie das auch früher machen können und oben im Wald, wo die Stelle vielleicht ein bisschen besser wäre, wo es ein bisschen wärmer ist und wo sie nicht so viel Feuerholz hätten rumschleppen müssen. Die Sitze, die sie aus dem Flugzeug gerissen haben, das war auch top, aber auch die hätten sie dann als Isolierung, also als Isomatte praktisch mit hoch in den Wald nehmen können für ihr Lager. Da hätten sie die Nacht drauf verbringen können und dann halt eben alles so zurechtschneiden, dass es für jeden, gerade nur für den Rumpf gereicht hätte. Also praktisch nur von unterhalb des Gesäßes bis zur Schulter oben hin, sodass jeder so eine kleine Fläche gehabt hätte, worauf er schlafen kann. Keine Ahnung, ob es für jeden gereicht hätte. Aber man hätte bestimmt auch irgendwie dann aus Reisig bzw. aus Laub, was es so gab und Äste und so weiter, dann auch nochmal ein paar Waldläuferbetten machen können. Das wäre so für mich die ideale Vorgehensweise gewesen. Ohne Gewährleistung natürlich. In meinem letzten Instagram-Reel und YouTube-Short habe ich mal rumgefragt und ein Großteil der Leute hat tatsächlich gesagt, sie wären auch in den Wald gegangen. Also nur wenige haben dem Flugzeugwrack zugestimmt. Einige haben, so wie ich jetzt vorgeschlagen, gesagt, erste Nacht im Flugzeugwrack und dann am nächsten Tag einen ordentlichen Shelter im Wald bauen. Und während man den Shelter im Wald baut, hätte ja dann vielleicht das Flugzeugwrack noch als temporärer Unterschlupf dienen können. Hätte man so machen können. Allerdings kommt jetzt da ein weiterer Faktor mit ins Spiel und das ist die Gruppendynamik und die Psyche des Menschen. Das Ego der verschiedenen Leute kommt dann natürlich auch nochmal mit ins Spiel und spielt da einen ganz großen Faktor. Der Joe wurde von Anfang an von der Gruppe als Leiter angesehen. Er hat sich wahrscheinlich durch diese Rolle als Survival Trainer, die er hatte, auch gleich in diese Position gegeben. Ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht. Das passiert ganz automatisch, ohne dass man es vielleicht will. Unterstützt von Joey natürlich, die 2 sind Kumpels, das ist klar. Und der Stefan blieb ein bisschen außen vor, wurde vielleicht auch nicht so, oder war vielleicht auch ein bisschen gekränkt oder enttäuscht, dass er nicht so als Survival-Experte angesehen wurde dann von den anderen. Und wie gesagt, das Ego spielt da eine ganz große Rolle. Also ich habe mit dem Stefan nie gesprochen, ich habe keine Ahnung, wie er so drauf ist. Er hat sich aber jetzt für mich nicht jetzt irgendwie als der Survival-Experte geoutet oder so, oder wollte irgendwie seinen Plan durchbringen,
sondern es waren ja nur Vorschläge. Klar, die hätte er definitiv anders kommunizieren müssen in dieser Situation, damit man ihm vielleicht Gehör schenkt. Mit dem Joe habe ich nur ein paar wenige Worte gewechselt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er jetzt sich hinstellen wollte und gesagt hat, ich habe 20 Jahre Erfahrung, ich mache das so, weil ich bin der Allerbeste hier in der Gruppe, sondern er hat sich wahrscheinlich einfach diese Rolle, als die halt gewohnt ist, als Survival-Trainer oder Survival-Experte angenommen und hat da versucht, mit der Mannschaft, die ihm zur Verfügung steht, das Beste rauszuholen aus der Situation. Den Joey kenne ich, mit dem habe ich regelmäßig zu tun, weil wir zusammen arbeiten. Er hat auf keinen Fall irgendwie eine Ego-Nummer geschoben, das weiß ich. Er hat einfach dann seinen Kumpel Joe unterstützt, wo es halt ging. Die anderen kenne ich gar nicht, aber es ging ja hauptsächlich um diese drei Personen, die einfach die meisten Erfahrungen mitbringen, weil alle anderen haben ja dann den dreien praktisch gefolgt. Man muss aber definitiv aufpassen in solchen Situationen, dass das Ganze nicht eskaliert, sondern dass man mit Feingefühl vorgeht, dass man schon jeden Mal zuhört und seine Ideen auch ernst nimmt. Und wenn dann aber Ideen kommen, die wirklich unter aller Sau sind, also die wirklich absolut fernab jeglicher Realität liegen, dann muss man dem sagen, vielleicht zunächst mal unter vier Augen, dass er sich nicht bloßgestellt fühlt, hör zu, diese Ideen, die du die ganze Zeit lieferst, die bringen nichts. Wir können das so nicht machen, sondern die Gruppe hat entschieden, wir machen das so und so und so und das wird jetzt gemacht. Also das Ganze ist immer so eine Frage der Kommunikation. Deswegen die Psyche in so einer Situation ist wichtig. Man muss mit Feingefühl vorgehen, denn wenn alle kalt sind, also wenn es jedem kalt ist, wenn sie alle Hunger haben ohne Ende und überhaupt in einer auswegslosen Situation sind, dann spielt das Gehirn natürlich verrückt. Gell? Jeder denkt irgendwie, oh, der will mir was Böses tun und der singt die ganze Zeit und pfeift so ein doofes Lied, das geht mir richtig auf den Sack. Da können so viele Dinge hochkommen, das sind kleine, einfache Dinge, die man im normalen Leben gar nicht bemerkt. Und die können in so einer Situation so extrem nervend sein und können einen richtig krassen Streit verursachen. So ist es hier passiert. Mit Kommunikation und Respekt voreinander hätte man das sicherlich vermeiden können. Aber ich meine, so ein Format wie Seven vs. Wild lebt natürlich davon. Letztendlich geht es darum, die Leute auch ein bisschen zu entertainen und das haben sie auf jeden Fall geschafft. Es geht darum, dass die Leute drüber sprechen und auch das schaffen sie. Der Stefan hat dann sich dazu entschieden, die Gruppe zu verlassen. Er hätte auch den Lagerplatz verlassen können und irgendwo eine Solo-Nummer abziehen können. Wäre ja nicht schlimm gewesen, auch ohne Ressourcen, einfach mal für sein eigenes Adventure. Klar, zu diesem Zeitpunkt war er dann vielleicht auch schon einfach durch die langen Minusgrade und so weiter, durch den Mangel an Nahrung und so weiter, durch den Schlafentzug und überhaupt durch die Stimmung war er wahrscheinlich so getrübt, so gedrückt einfach, dass er dann auch keinen Bock mehr hatte. Auch absolut nachvollziehbar. Letztendlich ist es, wie es ist. Es geht weiter. Sie haben noch nicht mal die Hälfte hinter sich. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob es nochmal eine Situation gibt oder irgendeine Möglichkeit, so ein Video zu machen und das Ganze ein bisschen genauer zu betrachten. Deswegen, wenn ihr mehr sehen wollt, bitte liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, kommentiert gerne das Video, wie hat es euch gefallen, wie denkt ihr darüber? Immer noch interessiert mich eure Meinung, wärt ihr im Wald geblieben? Was hättet ihr anders gemacht in dieser Situation, beziehungsweise was habt ihr erkannt, was hätte man anders machen können? Schreibt es gerne in die Kommentare und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder und bis dahin macht's gut. Ciao Leute.